Moinsen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren wunderbaren Folge von City Skylines Queen City. Und machen wir einen Schwenker mal hier rüber. Das ist, was ich in der letzten Folge gebaut habe. Ja, also ich fand es tatsächlich, wo ich es gebaut habe, irgendwie echt cool und dachte, ja, mal was komplett anderes. Dadurch, dass ich ja hier wirklich eine Hauptstraße bzw. eine Hauptautobahn durch die Stadt gehen lassen habe und denn hier so Hauptverkehrswege und Adern hingesetzt hatte. Jetzt, wenn ich mir das so Ganze angucke, bin ich mir noch nicht so sicher, ob das wirklich so cool ist. Hat ein bisschen was, finde ich, so von Flughafen, die Landespuren und Startspuren, nennt man das so? Ihr wisst, was ich meine. Oder beziehungsweise es gibt doch so auch in weiß nicht, was in den Anden, in diesen Bergen, wo vor Hunderten von Jahren da die Bewohner irgendwelche Zeichen reingeritzt haben. Haben die das reingeritzt? So. Naja, auf jeden Fall, so irgendwie wirkt das gerade. Und hier würde ich gerne auch weitermachen, aber in der Zwischenzeit erstmal mich noch ein wenig hier rum kümmern. Denn wie man sehen kann, hier unten Nachfrage nach allem Möglichen ist vorhanden. Und die würde ich auch gerne noch doch bedienen wollen. Und da halt erstmal im Vorfeld ein paar Straßen, ein bisschen was setzen, so dass man dann danach wirklich das Grid hier fertig bauen kann. Und die. Na, will er ansnippen? Ja, okay. Bleibt halt ein kleiner Grünstreifen hier jeweils dazwischen. So. So, so, so. Ja, man muss halt noch einmal so. Das passt. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, ich würde gerne das hier halt einfach noch einmal fertig bauen, wirklich ein Quid durchziehen, dann das Ganze mit den Wohngebieten hier auspinseln. Ja, darf ruhig so sein, damit nämlich da noch ein bisschen Wachstum vorhanden ist und dann tatsächlich wirklich rüberspringe zu der anderen Seite. Also beeile ich mich hier auch ein wenig. Geht das so? Wenn ich das jetzt nur bis hier eine Kurve hinsetze? Ja, kann man so lassen. Möchte ich jedenfalls behaupten. Vielleicht hier unten noch so ein bisschen was zum Shoppen. Und dann muss ich sowieso mal schauen. Ich glaube, jetzt ist hier der hier gerade angenehmer. Genau. Wie es denn überhaupt mit Schule und sowas aussieht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das in der letzten Folge so schon gesagt hatte. Ich hatte hier mich auch um das Stromnetz noch so ein bisschen gekümmert, beziehungsweise das hatte ich ja gebaut, das möchte ich meinen, hatte ich auch gezeigt, aber auch hauptsächlich hier Wasser. Es ist jetzt alles versorgt, das heißt, hier dürfte es kein Problem geben. Wasser, Abwasser ist immer noch vollkommen im grünen Bereich. Das heißt, das passt, das ist in Ordnung. Wie man rechts sehen kann, sind Schulen ein bisschen mau. Dann setzen wir da einfach mal hier unten eine hin und vielleicht hier so. Ja, ne, das ist doch schön. Das freut die Bevölkerung. Was hätte ich jetzt hier noch? Eine Oberschule, die ist natürlich ein bisschen wenig noch momentan. Beziehungsweise kommen die Leute nicht hier hin. Kann man sich also mal in den nächsten Folgen anschauen, dass man noch ein bisschen hier mit dem Nahverkehr spielt. Also gerade wirklich Busse oder sowas hinsetzt. Na, eine Gerade wollte ich. Genau, und zwar Busse hinsetzt und dann sagt, gut, damit alles irgendwie etwas verbinden lassen, weil die fand ich doch vom Kosten-Nutzen-Faktor günstiger als die U-Bahn, die ich gebaut hatte. Aber nee, machen wir mal hier noch so ein bisschen das ausmalen. Ups, das war ein bisschen zu viel des Guten. So, dann soll sich das ja alles verbinden, dann hat auch die Schule Strom. Hier noch ein, zwei Häuser, dann passt das. Hier auf jeden Fall. Hier soll noch ein bisschen was passieren. Und gehen wir mal auf die etwas dickeren Straßen. Wir leben ja hier in Queen Cities, das heißt hier auch mal ein bisschen mehr mit grünen Arbeiten. Das heißt in dem Moment mit tatsächlich grünen Straßen. Also wie man das hier so, ne, überall schöne Bäume dazwischen. Und ist das ja eigentlich Mülleimer oder? Was soll das werden? Ich kann es nicht wirklich
Okay, parken ist okay. Weiß ich, ob das so ein Strom-Travo-Transformatoren-Häuschen werden soll. Nimm mal einfach mal so hin. Und jetzt aber nochmal schauen, was haben wir hier für eine Straße? Und zwar vierspurige Straße mit dekorativen Bäumen. Und wir haben ja diesen Roundabout-Bilder. Das lief ja letztes Mal doch so ein bisschen schief. Und nein, ich habe es nicht geschafft, mir das Ganze mal noch etwas genauer anzuschauen. Und geht halt einfach mal drauf los. So, sagen wir mal, oh, 80 wollte ich nur. Free Cursor Mode, 80 ist vielleicht ein... Danke. Doch nicht ein bisschen wenig, weil der ist hier zurückgesprungen. Snappt er an? Vielleicht jetzt nochmal? Ist das ungefähr mittig? Okay, sieht das doof aus. Aber wir schauen mal. Oh, das ist bereits belegt. Und hier bitte genau gerade drauf zu. Ach, Quatsch. Ist das jetzt ein Kreisel? Nee, ist nicht wirklich ein Kreisel. Aber okay, können wir so lassen. So, das hier sollte die Mitte sein. Keine Angst, ich lasse das nicht so, sondern das ist jetzt einfach nur für mich so ein bisschen die Skizze. Genau, Skizze, so können wir das nennen. Und ja, einfach mal einen großen Kreisel hingesetzt. Wie ich ja schon gesagt hatte, in der Stadt möchte ich das ein bisschen gerader alles machen. Halt einfach, damit man die Wohngebiete und sowas näher richtig ordentlich durchsetzen kann. Beziehungsweise hinsetzen kann. Und so wie es jetzt hier momentan ist, so auch auf die andere Seite hierher. Aber halt alles im großen Stil, das heißt mit den großen Gebäuden hier. Und ich denke mal, wir sehen uns gleich wieder. Ich bastel hier noch ein wenig und zeige euch dann einfach mal das Ergebnis. Also, bis gleich. Und damit willkommen zurück nach einer kurzen Pause. Also für euch war es ja nur ein Schnitt. Ich habe hier doch ein paar Minuten länger gebastelt. Und habe auch schon ein bisschen was vorbereitet, wie man sehen kann. Die Straßen sind jetzt soweit fertig. Also mal komplett was anderes, als wir bisher hatten. Jetzt ist nur die große Frage, ich weiß nicht, ob das Spiel das so mag, was ich hier veranstalte. Oder ob es nachher sagt, nee, das ist irgendwie zu, wirklich zu crit-lastig. Das macht das Spiel so nicht mit. Müssen wir halt mal wirklich schauen, wie sich das Ganze so entwickelt. Ob das hier noch eine gute Idee von mir war oder halt wirklich irgendwo eher mau. Genau, Strom haben die hier alle noch nicht so richtig, weil... Na, reicht jetzt? Jetzt. Jetzt ist alles angeschlossen. Das heißt, das passt. Und es kann wachsen und gedeihen. Und jetzt sehen wir auch tatsächlich so die ersten großen Häuser, die hier entstehen. Und damit sollte es eigentlich auch zu einem Bevölkerungsboom dann kommen, wenn die hier überall so stehen und ja auch komplett bezogen sind. Mir kommt das so ein bisschen so vor, also wirklich wie Las Vegas, ne? Wer das so kennt, außenrum nichts und dann hier halt wirklich einmal die Stadt, die so entsteht. Was Besonderes würde ich gerne hier irgendwie noch reinsetzen wollen, so eine Art kleines Wahrzeichen oder so. Oh, da fällt mir gerade was ein. Ah ja, noch gar nichts davon großartig gebaut. Kleiner Spielplatz. Dann machen wir das doch jetzt einfach. Ein kleiner Spielplatz, so viel dazu. Dann setzen wir doch jetzt halt einfach mal ein bisschen was. Und es läutet. Ich weiß nicht, ob ihr es mithört. Das ist schon echt Wahnsinn, gerade was hier im Hintergrund so an Geräuschen vorhanden sind. Nee, so, da kommt's hin. Und was haben wir noch? Ein bisschen Abwechslung soll ja auch mit dabei sein. Die Bäume und das würde ich später setzen wollen. Einmal ein botanischer Garten.
Vielleicht hier dazwischen irgendwie doch so ein bisschen hier und da von mir aus. So, genau. Nicht halt überall, das wäre glaube ich ein bisschen zu viel. Aber so hin und wieder. Das sollte doch was sein. Nein! Das war nicht. Genau, da sah man gerade noch einen grünen Pfeil. Das heißt, da geht's vorwärts. Tote Hammer, ne, okay, das ist okay. Das ist alles jetzt hier noch so weit im grünen Bereich. Was sagt der Verkehr? Der ist auch noch vollkommen im grünen Bereich. Sehe ich das hier eigentlich? Nee. Sehe ich das hier? Hier sehe ich das. Verkehr, 81%. Okay, hier ist... Oh je. Also wirklich ordentlich befahren. Die fahren hier runter. Sollten wir vielleicht hier mal auf eine etwas größere Straße ausbauen. Aber dann... Der Ort ist bereits belegt. Ach. Nicht verbessern, sondern so und dann hier rauf. Klappt das vielleicht? Das wäre jetzt wirklich ein Traum. Nee, nur bis hierher. Ja, aber durch einen kleinen Schlenker. Das sollte doch nicht das Problem sein. Ja, und damit hat sich das auch alles gelöst. Na gut, die sind wahrscheinlich jetzt gerade alle außen lang gefahren, weil die sagten, ah, doof. Okay, wie sieht's hier aus? Möchte ich meinen hervorragend. Strom passt, Wasser passt, Müll? Nein, noch nicht wirklich. Da habe ich hier schon einen hingesetzt. Ich glaube, da sollte wohl mal noch eine Verbrennungsanlage hin. Und selbst die reicht immer noch nicht. Das ist natürlich doof, hier alles in der Ecke zu haben. So, was haben wir jetzt? Züge, okay, neue Richtlinien. Die würde ich mir gerne auch nochmal anschauen wollen. Und wenn wir schon Green Cities haben, vielleicht sollten wir es auch gleich machen. Wir machen das gleich, sonst vergesse ich das wieder. So, Wohnungsspezialisierung. Selbstversorgende Gebäude. Achso, nee, ich muss es erstmal malen, wa? Okay, hier haben wir mal eine schöne, klare Kante. Und hier so an der Straße entlang. So, das kann ich ein bisschen kreuz und quer ausmalen. Und dass wir hier wirklich sagen, das soll jetzt mal Queen Cities werden. So, wie geht das jetzt? Okay. Was haben wir hier noch? IT-Cluster. Keine Bürospezialisierung. Weiß ich noch nicht. Und das bitte auch noch hier hin. Ne, das ist Industrie. Na, ach. Und jetzt gehen wieder alle Häuser weg. Ja, ich hätte das gleich machen sollen. War jetzt nicht so ein Glanzstück von mir. Zugegebenermaßen. Aber ich glaube, noch geht's halbwegs, weil ja noch nicht alles komplett und hundertprozentig vollgebaut ist. So. Dann würde ich mal schauen, wie sieht's aus? Hier so ein bisschen IT mit hin. Doch. Wollen die Jungs und Mädels haben. Und inwiefern sieht das jetzt anders aus? Also es sieht mehr so danach aus, als ob hier überall so ein bisschen Holz etc. mit benutzt wird. Also natürliche Rohstoffe.
Ne, hier diese ganzen Fassaden und Fronten. Das gefällt mir. Das ist wirklich mal, möchte ich es meinen, ein schönes Haus. Blöd ist natürlich, wenn man irgendwie was gerade Möbel irgendwie hinsetzen möchte. Wenn man so eine Rundung hat. Ja, okay. Aber hey. Nicht immer nur in geraden Linien denken, sondern auch mal etwas schräger. Das passt auch echt gut zusammen. Wobei, wenn das rausgespiegelt wäre, würde mir das sogar noch besser gefallen. Dass die Ecke quasi hier ist. Aber man kann halt auch nicht alles haben. Ja, zugegeben. Geht halt nicht. Doch. Muss ich sagen, gefällt mir schon. Buslinie. Dann setzen wir die auch gleich mal hier so hin. Achso, so rum starten wir. Denn von mir aus halt so rum. Und dann hier so, ja, ein bisschen lang hingeschlängelt. Alles. Ich meine, da kann ja jetzt hier einmal im Kreis fahren. Und dann so rum wieder zurück. Nee, nehmen wir den hier noch einmal. Dann bitte einmal so rum. Und daran. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo war nochmal der Biobus? Das war der hier, wa? Und da kommen sie jetzt alle raus. Machen sich rauf auf die Autobahn. Kann ich den jetzt eigentlich verfolgen? Ja, Tatsache. Auch nicht schlecht. Noch weiter rein geht nicht. Das wäre natürlich jetzt so toll, aber ich glaube, dafür gibt es auch eine Mod, ne? Dass man so einen Bewohner spielen kann bei uns in der Stadt. Und dann tatsächlich so tut, als würde man hier drinnen sitzen und mitfahren und so einen Bewohner halt wirklich auf allem verfolgen. Hier sehe ich gerade, hier sollte man vielleicht so ein bisschen die Kreiseleinstellung noch machen oder angehen. Und hier lädt er den ersten Fahrgast ein. Okay. Okay. Dann muss ich mal kurz dann einen Screenshot machen. Ob ich das nachher nehme, weiß ich nicht, aber das gefällt mir schon irgendwie. Okay. Und weiter geht's. So, Kreisel hatte ich gesagt. Zweispuriger. Die hier. Und dann können wir die nämlich hier gleich einmal einstellen als Kreisel. So, was war das jetzt? Vorfahrtverkehrsregel? Nee. Verkehr löschen würde ich nicht. War das nicht irgendwie mit Steuerung linke Maustaste? Nee, Shift. Shift war das andere. Okay. Der ist jetzt natürlich Quatsch. Beziehungsweise, der stellt sich nicht automatisch ein. Dann machen wir das mal ganz schnell. So. Nee. Doch, rechts rum ist doch richtig. Ah, die sind noch nicht richtig eingestellt. Da ist der Fehler. So rum.
Keine Verbesserung möglich? Nein. Geht doch nur so rum. Okay, jetzt haben wir's. Den haben wir immer noch nicht. Jetzt ist es ein Kreisel. Also nochmal einstellen. Sollte jetzt passen. Genau. Deswegen bauen wir auch die dicken Straßen hier überall. Damit wirklich auch viel Verkehr aufgenommen wird. Oh. Das ging jetzt aber wirklich zügig, muss ich echt sagen. Gut. Stadt ist gut gewachsen. Das Viertel wird echt gut angenommen. Wir sind jetzt bei 13.000 plus und ein bisschen über 12.000 Einwohner. Das passt. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Bis dahin dann. Tschüss.